Das wäre natürlich der Oberhammer. Schön entspannt an der Achtuba mal wieder die Büffel bändigen. Ab ans Gewässer. Ich habe da den ganz heißen Spot. Aber ob der läuft, werden wir sehen. Baitcast, der alte Lümmel, hat einen Spot im Discord gepostet. Link zum Discord unten drunter unterm Video. Und da schön beschrieben, mit welcher Futtermische, mit welchem PVA und mit welchen Ködern er hier an diesem Spot erfolgreich die Büffel rauszieht. Erste Rute ist drin. Ich bin jetzt hier, keine Ahnung, 2 Minuten am Spot und baue hier gerade mein Set zusammen. Klassische Haarmontage. Gehen wir also direkt von vornherein rein in die wichtigen Infos. Ich lasse erstmal noch einen Einserhaken. Wir gehen komplett auf Pellets und dann kommen hier drauf die Krabbenpellets, Krabbe und Fisch. Und wir nehmen noch ein bisschen Heilbutt mit dazu. Heilbutt 14. Das Ganze wird hier schön mit ordentlichen Fischsoße zusammen eingetunkt. Ordentlicher Dip. Wo war das Zeug? Da, Krabbe und Fisch. Und dann machen wir hier auch noch ein bisschen Büffelpower drauf. Hat er mir auch noch zugeschickt. Gerade so ein Päckchen Büffelpower, Alter. Direkt mal nachgebaut. Und das Ganze ballern wir hier raus. So, warte mal. Hatte ich das nicht zu weit rausgeschmissen? Ich glaube, es waren sogar nur 8 Meter, ne? Genau. Zack. Reicht völlig. Wir sind ja hier an einem super schmalen Stück. Oh, hier war gar nicht zu, ey. So, beide sind draußen. Und jetzt bauen wir auch gleich noch direkt die dritte zusammen. Aber die dritte, da machen wir ein bisschen Variation. Denn wir wollen ja auch vielleicht eine Chance haben, nicht nur auf gute Frequenz, sondern im Idealsfall auch noch auf die richtig dicken Brocken. Und dementsprechend bauen wir das dritte Set jetzt nochmal ein bisschen stabiler zusammen. Erstmal eben meine Rolle wieder suchen. So, da ist sie doch. Also, zack, wieder auf die klassische Haarmontage. Wir bleiben so wie bisher. Wir gehen allerdings jetzt mal hier auf einen 1-0er-Haken. Eine Nummer größer, beziehungsweise dann deutlich größer. Und auch hier gehen wir bei der Krabbe auf 18 und beim Heilbutt auch auf 18er. Also keine 14er, sondern die 18er. Dip natürlich nach wie vor so wie gehabt. Und die Power packen wir uns auch noch drauf, die Büffelpower. Und da zubbelt es auch schon, sehr schön. Und das Ganze klippen wir hier wieder auf die 8 Meter. Zack, so. Und nun kann es losgehen. Ich bin ready. Hä? Ich hoffe, die Büffel sind auch ready. Es sind bisher erst 3 Futtermischen drin. 3 kleine PVAs. Also so wirklich viel Wirkung kann da noch nicht sein. Und wenn ich mir gerade so den Beitrag im Discord angeschaut habe, ja, über die Schubbis bin ich auch überhaupt nicht übergerascht. Auch die ballern hier rein, also Schuppenkarpfen, Wildkarpfen, aber eben auch die Büffel. Und auf die haben wir es abgesehen, so eine schöne Büffeltrophy wäre doch mal wieder was. Und ich muss sagen, ich bin auch ganz froh, ich war ja schon lange nicht mehr so richtig ausgiebig an der Achtuba. Und dann kann man sich doch mal wieder hier hinstellen und ein bisschen probieren und testen. Ah, schwarzer Büffelfisch, wa? Das wäre noch was. Weißt du was, ich gucke gerade mal eben rein in eine wöchentlichen. Schwarzer Büffelfisch. Ob der vielleicht andere Aromen auf andere Sachen steht. Krabbe, der hat den Thunfisch eher mit drin. Oder Krill. Krill, ne? Komm, ich baue mal gleich einen noch um. Erstmal testen wir das jetzt. Ich bin schon wieder am Experimentiermodus. Erstmal testen wir das jetzt hier schön. So wie gehabt. Mit der Krabbe, mit dem Heilbutt. Aber dann, ne? Ich sag mal, in einer halben Stunde ungefähr teste ich auf jeden Fall nochmal den Thunfisch dabei. Ich glaube, ich ändere auch gar nicht das PVA. Aber ich baller dann einfach den Thunfisch mit rein. Apropos PVA. Ich schmeiß gerade nochmal eben 3-4 Mischen mehr rein. Denn wir landen ja jetzt hier gleich die ganze Zeit. Also es ist ja einmal Strömung hier drin.
Und ich will ja hier auch mal den Spot ein bisschen aktivieren. Da kann man, glaube ich, mal so ein bisschen grob anfüttern hier. So. Zack, zapp, zerrapp. Und in die Richtung noch mal ein bisschen. Und in die Richtung. So. Und jetzt werfen wir hier noch mal raus. Schön da vorne hin, jawohl. Perfekt. Und den werfen wir aber auch noch mal ein bisschen weiter. Denn wenn ich mir das so angucke, auf 8 Meter. Genau, da kommen wir da vorne vielleicht ein bisschen besser hin. Der ist auch so hoch, gehe ich auch noch mal ein bisschen näher ran. Gerade wo jetzt das ganze Futter da hinten gelandet ist. So. Na, kann ich ihn abstellen oder was? So. Immer ein bisschen schwierig hier an den Schrägen, ne? Okay, tja, so schmeckt das doch. So kann ich das sehen lassen. So wird es erstmal getestet. Und ich schalte natürlich gleich nochmal rein, wie das aussieht. Ob da überhaupt was Dickes reingeht. Na, das ist ja in den Dingen. Jetzt ist gerade nochmal ein Schuppi reingegangen. Aber guck mal hier. Tatsächlich auch auf die größere Kombi geht es und bimmelt es. Und hier die kleineren bimmeln auch wieder los. Gar nicht mal so viel größer jetzt hier. Das war jetzt die 18er, ne? Genau, 2x18er Kombi klappt auch noch. Ja, gucken wir mal, was da noch geht. Also bisher, die Schuppis fangen schon gut an. Zap, zap, jawohl. Noch kein Büffel. Kleiner Wildi, oder? Ja. Ja, das muss erstmal alles so ein bisschen warm werden. Ich bin da auch noch ganz entspannt. Vor allem tagsüber werde ich dann auch nochmal gucken, was dann da geht. Ich glaube, das dauert auch noch alles ein bisschen, bis das dann hier abgeht. Na, da haben wir doch mal einen, der direkt ein bisschen in die Bremse will. Ist das vielleicht der besagte Büffel? Und tatsächlich auf das größere Setup, das ist natürlich richtig nice. Und ich glaube, das ist er. Da ist er, jawohl. Guck mal. Gehen wir mal ein bisschen ran hier. Bremse hoch. Ich laufe gerade schön mit. Während er einfach abhaut. Komm, nur reicht's aber hier. Zeig dich, Alten. Schön, schön, schön. Zack. Großmäuliger Büffelfisch. Geiles Ding. 8 Kilo immerhin. Schön für den ersten. Gar nicht schlecht. Ja, lang nicht gesehen. Den Glubschi, Alter. Geil, mitgenommen. Und guck mal da, da geht's auch direkt wieder los. Ja, ab geht's. Ab geht es, ey. Was haben wir denn jetzt hier drauf? Auch, nee, auch wieder Schuppis. Also echt einige Schuppis hier, ey. Gar nicht schlecht. Schuppis, Wildkarpfen und Büffel. Ich habe den mal jetzt nicht so ganz weit geworfen. Bisschen schräg gezogen gerade. Der ist jetzt ein bisschen näher. Ich denke mal, der wird jetzt so bei 6, 7 Meter vielleicht sein. Die anderen liegen so bei 8 Meter. Und was ich natürlich noch gemacht habe, jetzt gerade eben, ich musste einfach schon wieder dran rumfingern. Ich habe hier einfach mal Krabbe-Thunfisch reingeschmissen. Gucken wir mal, ob auf A1 was geht. Die anderen, die laufen ja auch so schon ganz gut. Bin ich doch schon ganz zufrieden. Und vielleicht geht da tatsächlich noch der schwarze Büffelfisch. Das wäre der Oberhammer. Guck mal hier, zack. Gar nicht lang gewartet. Frisch raus und sofort wieder der nächste. Komm ran hier, Alten. So. 3 Kilo Schubi. Ja, ich werfe mal so um die 7. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der Baitcast stand. Ob der hier oben stand. Hier unten. Jetzt landet man so schön mittig drin. Ich habe sonst ziemlich weiter hinten am Geschlonze gestanden, rausgeworfen. Und jetzt werfe ich mir hier vorne mal ein bisschen mittiger. Ich glaube, das geht auch ganz gut. Wobei, das treibt, glaube ich, eh durch die Strömung so ein bisschen eher in die Mitte. Deswegen ist das gar nicht so schlecht. Ja, im Großen und Ganzen schmeckt das jetzt schon. Kann man, glaube ich, gut machen. Frequenz ist top. Köder und Mische. Also Futtermische. Ha! Futtermische wollten wir ja, müssen wir ja noch. Gucken wir mal rein hier in die Büffelpower. Es schmeckt aber bis jetzt so.
Sonnenblumenkernbasis, Krabbenfeeds hat er mit reingemacht, der Baitcast, Heilbuttfeeds, 8er und 12er Heilbuttöl rein und ab dafür. Und ich glaube, wenn man auf den schwarzen geht, würde ich, glaube ich, die Heilbutt-Geschichte dann austauschen gegen Thunfisch. Und dann gucken, was da geht. Guck mal hier, zack. Oh, der Nächste, der Bock hat. Und ja, man merkt, die etwas schlechtere Frequenz auf den größeren Boilies, verständlich. Aber man sieht auch hier doch die deutlich größeren Brocken. Fast 12 Kilo Schuppi, kann sich auch gut sehen lassen. Das schmeckt doch ganz gut. Machen wir auch mal so ein bisschen schräg, eher, dass er mittig landet. Hier dann wieder ein kleinerer auf den kleineren Boilies. Aber auch das, ja, konstant mit so 3 Kilo. Gar nicht verkehrt, also wirklich nicht verkehrt. Ich denke allerdings, ich werde gleich komplett nochmal umswitchen. Lieber ein bisschen längere Pause und dafür dann die etwas dickeren Brocken. Vielleicht gehe ich sogar nochmal eine Boilie-Stufe größer. Mal gucken, ob da die richtig dicken Brocken auch angelockt werden. Im Moment super zufrieden mit dem Spot. Dankeschön nochmal fürs Schreiben im Discord. Wenn dir das Ganze gefallen hat, gerne das Video liken, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Petri zusammen.